Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pioneers of Pagonia. In der letzten Folge habe ich noch schnell da vorne eine Kohletagebaustelle in Auftrag gegeben. Wir haben hier irgend so einen schimmernden Hirschen, der noch nicht so wirklich schimmert. Wir haben immer noch Ärger mit irgendwelchen Dieben. Wieso kommen die so tief hier rein? Wo sitzen die? Müssen doch hier irgendwo in der Nähe sein. Und mit der Axt, oder? Sind das die hier? Ich meine, das ist so eins, also zumindest das ist ein Diebeslager, was ich halt in Sichtweite habe, wenn man so will. Da ist noch das Leuchtfeuer, das muss auch noch gebaut werden. Wir haben hier Kohle, wir haben da Kohle. Wir haben relativ viel Kohle, was erfreulich ist. Und ganz, ganz wenig Eisen. Da ist so ein bisschen Eisenerz. Da ist schon wieder Stein, hier so ein so Pinorik Eisenerz. Und das auch nochmal so ein ganz klitzekleiner Pinorik Eisenerz, das ist es dann. Immerhin bis dahin ist das Gebiet von uns entsprechend erforscht. Beziehungsweise in Auftrag oder übernommen worden. Hier habe ich Soldaten. Ist das auch noch meine? Nein, das ist der Kollege nebenan. Da habe ich entsprechende Wachen, die sind aber, die brauche ich nicht mehr. Dann will ich auch direkt Folgendes vorschlagen. Gebäude einreißen. So, die Wachen werden dadurch frei. Und ich brauche hier hinten irgendwie dringend die Möglichkeit, mich da auszuweiten. Oder wie sieht das aus? Und dann ist die Garnison von uns. Ja, einfach um das Gebiet entsprechend, ne, also hier wird hier noch Verbleibende mitnehmen zu können. Würde ich. Ah, der hat so ein Pinorek, das ist cool. Okay. Ja, oh, ich sehe es. Ey. Oh, damit muss ich das Ding woanders hinsetzen. Dann muss ich das erstmal, oder kann ich das erstmal hier hinsetzen? So. Dann schauen wir mal. Also. Mach das mal so. Hier so am Strand entlang. Dann auch hier so am Strand entlang. Moment, was ist das, das hier nochmal? Ach, das ist der schimmernde Hirsch der Tapferkeit. Ja, und ich muss irgendwie hier hin. Alles klar. Vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, kann das sein? Gut. Nein, aber jetzt. Hallo, lass das sein. So, jetzt aber. Hier so durch. Okay. Haben wir das? Okay. Oh, Steinpilze. Da so lang. Okay, dann zu diesem schimmernden Hirschen hin. Was braucht der? Ach ja, das hatte ich doch schon mal gelesen. Mysteriöse Statur, deren Zweck uns unbekannt oder noch unbekannt ist. Das sieht mir stark nach Silber aus. Hatte ich glaube, damals schon mal gesagt. Gucken wir mal. Da passiert oder nicht passiert. Ja, das ist okay, das kann so bleiben. Da habe ich Eisenerz, kriege ich da irgendwas in der Nähe hingesetzt. Kohle, Eisenbergbau.
Aber da kriege ich keinen Weg hin. Da kriege ich keinen Weg hin. Moment. Oh, das ist doch ein bisschen mehr Eisenerz, als ich gedacht habe. Ist jetzt nicht auch nicht so wahnsinnig viel, ja, also. Wir würden da jetzt, also ich würde jetzt da kein Fass aufmachen und da irgendwie, aber das ist besser als nix. Wenn ich hier so das Ding hinsetzen würde. Wie sieht das hier wegetechnisch aus? Kriege ich da noch irgendwas gebacken? Das nenne ich mal Glück haben. Das nenne ich wirklich mal Glück haben. Okay. Eisenerz. Ach, das ist da so ein Pinorik-Eisen. Der ist ein bisschen da noch so ein bisschen, aber das Gebiet gehört uns noch nicht. Ehrlich? Der Grenzverlauf endet an der Stelle? Tatsache. Oh. Nun gut. Pinorik hier, da. Na, kommst du wohl. Setze ich schon mal hier so hin. Kohle, 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 Stein, Kalkstein, Stein. Stein, Stein. Ach, da war Silber. Ein klein wenig Silbererz. Aber da kommen wir noch nicht ran. Dann würde ich direkt sagen, wenn das so ist. Dann setze ich doch das Moped erstmal hier so hin. Da so. Mit der Bereich dazu uns gehört. Und dann können die sich hier entsprechend ausweiten. Ist hier noch irgendwas zu holen oder Stein? Ja, wohl. Stein und Holz. Mehr ist hier nicht drin. Auch hier Stein, Kalkstein. Lauter so ein Gedöne. Also Stein, jede Menge, aber mehr auch nicht. Okay, wir haben hier ein Diebeslager. Ich habe hier meine Garnison, die ist fast vollständig gefüllt mit 25, also jetzt aktuell 24, da fehlt noch einer. Was ist mit der? Die sind komplett. Das ist schön. Wir haben hier irgendwo Schemen rum existieren. Da. Dann sollten wir uns vielleicht mit den Schemen mal so ein bisschen beschäftigen und bei der Gelegenheit vielleicht auch mal schon ein bisschen sehen können. Was da so sonst noch so zu holen ist, komme ich da hin? Gucken wir mal, ob das reicht. Ich habe jetzt vergessen zu speichern, aber dann ist das halt einfach mal so. Wenn wir die da weg haben, dann kann ich dann, würde ich jetzt hier noch weitere Wachtürme hier hinsetzen wollen und damit die Leute hier entsprechend das Gebiet erschließen können. So, ich gehe mal ein bisschen näher ran hier, damit ihr überhaupt was seht. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, kümmert ihr euch mal schön um die bösen, bösen Schemen. Ja. Hervorragend. Oh. Ach was. So, so. Okay. Ja, wenn das so ist. Wo ist meine Garnison? Da. Nee, bitte hier weitermachen. Wenn ihr schon mal gerade dabei seid, seht zu, dass ihr da so viel wie möglich von diesen Dieben losbekommt. Sehr schön. Hervorragend. Coole Arbeit. Da sind noch Schemen. Ach, du ahnst es nicht. Ihr habt immer noch nicht Feierabend. So. Jetzt geht's aber ab hier. Ich hoffe, die Leute reicht noch aus. Da sehe ich wenigstens drei Schemen rum existieren. Warte, die hört gar nicht mehr auf hier. Ja.
denn schon? Immer ran da an das Ungemach. Wow. Das noch? Weil das hört ja gar nicht mehr auf. Ob ich jetzt noch genügend Leute habe, mag ich schon was bezweifeln. 6, 5. Oh oh. Das ist ein kleines Problem. Ich guck mal. Gib zu, das ist ein bisschen sehr gewagt, was ich jetzt hier mache. Noch schaffen? Sieht schlecht aus. Der scheint ziemlich heftig zu sein, der Typ. Aber jetzt, der Letzte hat es tatsächlich geschafft. Es sind immer noch Schemen da. Der eine kriegt das jetzt nicht mehr gewuppt. Meine Herren. Das nahm ja aber jetzt überhaupt kein Ende. Ahnt es nicht. Spuckender Schäme. Die haben hier ihr Domizil. Ach Gott, das hat der eine sich dann auch noch unbedingt da jetzt hingegeben. Auf seinem Rückweg schafft es tatsächlich noch einen von denen zu schlagen. Das ist sehr, sehr gut. Was? Das ist jetzt aber sehr gewagt, was du da machst. Schade, schade, Schokolade, aber immerhin. Ja, ich sehe, sind doch nur noch drei, ne? Was ein Gemetzel. So, hier ist Silbererz, Eisenerz, gar nicht mal wenig. Bisschen Kohle. Ja, da müssen wir aber ran. Heiliges Kanonenrohr. Okay. Ruheloser Schirm. Tja. Wieder ein Problem. Bringt Leute. Moment. Es nimmt kein Ende. Es ist echt der Wahnsinn. So, die Rüstungsschmiede sagt, sie hat nichts mehr zu tun. Kann das sein? Wir haben 11 Eisenschilder, aber wir bräuchten vielleicht hier noch so ein paar von den Dingern. Sehen wir zu. Dann, Augenblick, bevor ich das jetzt vergesse. Schneiderei, wir brauchen. Mach da mal so 30 Stück von. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht schon irgendwie 10.000 davon rum existieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Abenteuergilde, das ist schon mal nicht schlecht. 15, komm, machen wir 16. Alles, was da ist. Weißt du was? Ich brauch 25. Was soll ich? Die Kleckerei. So. Machen wir direkt 30. Habe ich ein bisschen Reserve. Das heißt, ich brauche, du machst da mal so 20 Stück. Das mit ihm hier ist fertig. Du machst dann auch nochmal so 20 Stück. Teilen die sich das? Weil es eigentlich Unsinn, weil der ist näher dran hier. Ne? Dann, wie gesagt, weil ich gesagt 30, dann kann das trotzdem da 20 machen. Dann habe ich entsprechende Reserve. Auf jeden Fall. So. Ja. Puh, meine Güte, nee. Das hört und hört nicht auf. Okay, vielleicht habe ich auch schon wieder Kapazitäten frei. Wie sieht das denn jetzt hier mit der Garnison aus? Da existieren 4. Wieso komme ich hier nicht auf 25? Wir sind immer noch auf 24. Was soll der Ärger? Will der eine nicht? Egal. Was ist die Zeit? Ja. Das hilft nichts. Kann ja nicht bis weiß ich wann warten. Die greifen jetzt hier einfach mal die Diebe an. Und ich habe wieder nicht gespeichert. Egal. Dann müssen wir jetzt durch.
Schöne Blumen, was man ganz nebenbei bemerkt. So, liebe Diebe, wir kommen da mal auf Besuch. Wir sagen einfach mal Hallo. Wir wollen einfach mal wissen, wie es euch denn so geht. Was er hier so macht. Und ob wir euch irgendwie helfen können. Ich bin immer sehr hilfsbereit. Von daher, ja, sehr schön. Dann hat sich das mit den Dieben jetzt hier auch erledigt. Ich mache das jetzt mal anders. Wir machen hier mal so ein bisschen gemischte Geschichte. Ich bräuchte hier Veteranwachen eigentlich nicht. Mit den normalen Wachen sollte ich hinkommen. Achso, Moment. Ich gehe hier mal so auf 10. Und hau hier mal so den Rest rein. Na, hier mal so also ein paar Waldläufer so in der Hinterhand, dann ist vielleicht nicht verkehrt. Wenn wir... Es greifen schon wieder Diebe an. Es nimmt kein Ende. Wo kommen die ganzen Diebe her? Zerstöre hier ein Diebeslager nach dem anderen und. Ist aber gut hier. So, ich war ja noch gar nicht fertig. Moment. Garnison, Moment, Blick. Ist das die richtige? Ich guck nicht. Hallo, Hilfe. Nee, das ist die mit Schemen. Die ist es auch nicht. Die müsste es dann gewesen sein. Ja, genau, richtig. Genau. Ich habe ja hier, ne, muss ich ja noch sagen, wo die entsprechenden Leute ihre Sachen machen sollen. Achso, hier von wegen Kämpfen und so ist das erstmal nicht mehr. So, Gebietserweiterung. Das sieht gut aus. Genau, das ist die Grabstätte, um die ich mich dann noch kümmern muss. Jetzt habe ich ja da Leute frei. Das sieht cool aus. Da bin ich bald wieder auf 25. Dann kann ich mich um die Geschichte da auch noch kümmern. Und damit wir hier mal so ein bisschen auch, ne, an Eisen und so kommen. Was wir eventuell noch brauchen. Silber wäre auch nicht schlecht. Sehe ich nur im Augenblick nichts. Wo kommen noch die Diebe hier alle her? Das ist ja endlos. Zerstörst du gerade so ein Diebeslager und im nächsten Augenblick bist du überfallen. Muss man das verstehen? Banditen scheint es hier tatsächlich keine mehr zu geben oder nicht mehr allzu viele. Mag sein, hier vielleicht noch im äußeren Rand so. Auch mit den Werwölfen. Das hält sich im Augenblick Gott sei Dank sehr im Rahmen. Und aber hier die Kollegen, die machen mir hier noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Oh, ich will das Eisenerz, aber so was von. Und auch hier die Kohle und so. Da bin ich aber schon dabei. Das ist jetzt nicht so das Thema, da kommen wir schon ran. Aber, naja. Aber die Garnisonen, die sind echt nicht schlecht. Also die kann ich empfehlen. Das hat man so 25 Leute auf einen Schlag. Die muss man natürlich erstmal zusammenkriegen. Und man muss natürlich den Platz dafür haben, die Dinger auch bauen zu können. Da sind die Türme dann schon ein bisschen flexibler, sag ich mal so, was so die Baumöglichkeit anbelangt. Da die halt nicht so viel Platz benötigen. Cool. So, wie sieht es hier mit unserer Holzwirtschaft aus? Erholt sich das da so ein bisschen? Das sieht ganz gut aus. Ach, das ist das Problem. Ich verstehe. Ich muss das Forsthaus anders bauen. Deswegen habe ich doch so wenig Holz. Holz und Stein. Moment mal, Forsthaus. Hier natürlich die andere Frage, wie ich das hier hingebaut. Ich meine, das Gebäude ja, aber ist das mit den Wegen wieder so ein Problem? Da ist die Grenze. Ja, dann. Moment, Augenblick. Den Pinot setze ich nochmal dahin. Dann sollen die erstmal wieder hier ihre Arbeit aufnehmen. Wie sieht es damit aus? In Ordnung, das kann, glaube ich, so bleiben. Und, Moment, habe ich das gemacht? Ja.
Ja, ist aktiv, okay. Dann würde ich hier so ein Forsthaus hinsetzen wollen, damit er hier entsprechend ne, Bäume und so anpflanzen kann, damit das Tier sich wieder erholt. Und hier, ihr seht, der Grenzverlauf ist einfach zu gering, da kommt nicht hier hin, logischerweise. Und das muss ich ändern. Dann ist das mit dem Holz auch wieder besser. Ja, das sind alles so die ganzen Nebenbauplätze, die man halt immer mal wieder hat, die einem da so vollkommen abgehen, wenn man sich um Schemen, Werwölfen und anderen netten Leuten zu kümmern hat. So, der ist mit seiner Produktion fertig, sagt er. Ich kann maximal auf 16 Einheiten gehen. Da bin ich bei 11. Macht dann nochmal 5. Hier bin ich auf 4. Jetzt müssen wir den Rechnen schwierig. Nein, sowas kriege ich hin. So halbwegs. 12 sollte gehen. So, ja. Genügend Material ist, glaube ich, da, beziehungsweise auf dem Weg. Und da sind schon wieder Diebe. Wieder mal mittendrin im Geschehen hier. Wo kommen die her? Ja, ich meine, wie viel Diebeslager kann es geben? Das und andere Dinge sind die Fragen, um die wir uns kümmern werden in der nächsten Folge, beziehungsweise in einer der nächsten Folgen, die dann noch kommen werden hier mit dieser Insel. Aber so langsam aber sicher kommen wir voran. Das heißt, ich werde mich so meiner Gegner so nach und nach jetzt wohl doch mal so langsam hier entledigen können. Und dann geht es halt verstärkt hier los mit den Handelsbeziehungen bezüglich der beiden Nachbardörfer, die wir da haben. Und wir müssen ja noch so ein paar Sachen bauen für die Leute oder für uns, wie auch immer, da der komische Hirsch, und hast du nicht gesehen. Und dann muss ich mal gucken, ob ich die Ressourcen, die ich dafür benötige, ob ich die noch zusammenkriege. Das wird die andere Frage sein. Gut, aber komplette Zukunftsmusik. Ich danke für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung, für dein Dabeisein hier auf meinem Kanal. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und macht es gut, genießt die Zeit.